Einen wunderschönen guten Morgen. Montagmorgen, die Sonne scheint. Ja, ist schon angenehm warm. Wir haben es jetzt auch schon kurz nach 10. Hab dann auch mal meinen Auftrag bekommen. Ja, ich wusste ja, was kommt. Aber ich wusste nicht, dass ich den heute bloß lade. Weil der geht bloß ein paar 100 Kilometer bis nach Heilbronn runter. Das sind bloß, also ein Stück unterhalb von Heilbronn, ich weiß nicht, 150 Kilometer. Der wird morgen früh erst angeliefert, weil morgen früh die Gemeinde erst arbeitet oder Zeit dafür hat. Das heißt, heute auf dem Montag lade ich nur das Gerät und fahre da runter und mache dann Feierabend. Ist auch nicht schlecht. Können wir so gegen 15 Uhr vielleicht Feierabend haben, mal sehen. Also wieder lange rumstehen, aber dann wieder nicht so schön idyllisch wie hier. Wo überall, ja, Kasimir rennt schon wieder. Er musste mal jetzt die Batterie aufladen nach 2 Tagen. Also Freitagabend abgestellt und heute erst wieder gestartet. 23,5 Volt. Da hat man gesagt, ja, lass mal laufen. Habe ich jetzt gemacht. Es läuft da. Und ja, da werde ich nicht so schön stehen wie hier. Kann ich euch mal kurz zeigen. Ja, wenn man mal so guckt, da hinten ist der Einlauf von dem See. Und hier unten haben wir dann den See, falls ihr nicht gedacht habt oder nicht geglaubt habt, ich stehe Tatsache am See. Ja, ja, ist jetzt hier gerade ein bisschen schlecht zu sehen, aber man sieht ihn ja hier. Und da weit vorne ist wieder der Auslauf, auch über Felsen. Und da fließt das ganze Wasser wieder raus, also ein schöner Badesee. Da unten lagen gestern die ganzen Leute zum Baden mit ihren Hunden und so. Ja, und von daher nicht schlecht, nicht wahr? Hier kann man es schon mal aushalten und immer dran denken. Der eine oder der andere, der es erkannt hat. Ruhig bleiben, nicht erzählen. Das ist hier bald alles voll und zugemüllt. Und ihr wisst doch, ich will doch meine Ruhe haben. Also, leise. Keiner sagt was. So, fahren wir mal hin. Sagen wir bei der Firma schönen guten Tag. Und dann hoffe ich mal, dass die auch gleich laden. Auf geht's. So Leute, schon mal reingefahren. Die schöne Einfahrt. Wir dürfen aufnehmen. Von hier, von da gekommen und dann rückwärts hier rein. Schon mal vorbereitet, schon mal angehoben hier, dass da hinten ein bisschen weiter runterkommt. So, jetzt werde ich mal positionieren. Da steht übrigens unsere Ladung. Tasten. Läuft? Läuft. So, dann gucken wir mal, was wir da drauf bekommen hier. Ich hätte nichts dagegen, aber ich auch nicht. Oh, nehmen wir noch zurück. Musst du den Arsch ablassen. Wer geht nicht? Ja. Eng. Aber erstmal rüber.
und noch weiter vor. Das ist ein Arsch nach rechts. Genau so, jetzt kommst du. Schleifst du da vorne gut? Nein, nein. Schleif nur. Vielleicht zwei kleine Polen oder so. Es fehlt ja nicht viel. Aber bis auf die Plastikdinger bist du sind auch nicht viel. Ja. Ja, das ist das Problem mit dem Zweiachser, der ist zu hilf. Der Dreiachser ist gerade diese Platte, der hat nicht so eine Schräge hinten. Ne? Genau, genau. Meiner knickt halt so weit ab. Ich hab's gerade zum Christian schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich hochkomme. Nee. Ich schon gesagt. Und mein Friede macht das wohl immer gut geklappt. Gleich zack, rauf, fertig, ja, ja. Aber mit dem ist. Wenn er noch einen Meter länger ist, nämlich, dann wird es auch schon wieder kritisch. Weil der da hinten ist nicht 11 Meter, aber bei 10 Meter haben wir jetzt perfekt geht's gerade so. Der ist 10. Der ist 10. Bei mir steht im Auftrag 11. 99. 11,99? Steht im Auftrag. Ist ja doch 11 von außerhalb. Ich weiß, so was ich baue. Ja, es macht das noch. Naja, ach, wegen dem Überstand. Ja, gut, aber das ist ja oben. Wir gehen auf die weißen Blöcke. Ich kann die auch wegnehmen. Auf die Kunststoffe. Nein, lasse. Willst du sie lassen? Ja. Dann können wir es machen. Die erhöhen noch mal. Ja. Dann legen wir hinten hin, können wir doch da direkt vors Rad und dann kommt er doch schon rauf, oder? Das müsste doch, dass wir gleich auf die Rampen raufkommen. Ja. Weil er ist jetzt schon mal zurück. Das müsste ja trotzdem gehen. Ja, die tut sich nur, aber ein bisschen zurück, dass man fast auf ihn geht. Oder so, ja. Auf dem vorderen Auto. 2 cm noch wunderbar. Ist die Navi hier oben? Ja, die war von sowas, ne? Aus Polen. Bei Kindergarten war Polen. Da war aber ein Viereckeis und hier runter. Und ich war an der Achse. Obwohl, das war gar nicht bei Kindergarten, da war hier für diese Campingplätze, diese Westernwagen. Da haben die diese Vierkantrohre an den Ecken raus und ich habe hinten festgemacht über die Achse und taucht runter weg und reißt mir den Schädel auf. Da habe ich den ganzen Hof vollgeblutet. Habe ich auch zu den Polen gesagt, deutsches Blut auf polnischem Boden. Ui, ui, ui. Oh Mann. Aber die waren gleich da, desinfizieren, verbinden gleich. Echt, ja? Hat gleich Geschäft gemacht, ja, ja. Das ging ruckzuck, also die sind gleich stopp. Das haben wir ja auch was gemacht. So. Jawohl. Ansonsten wollen wir die Flex mit was Stütz haben. Tim. Kannst du ein Stück zu dir? Also mach dein Rechtsbein jetzt. Arsch.
Hier die Front macht nach links und der Arsch nach rechts. Wie schräg er steht. Ja,
80 auf 280. Weil die haben zwei Treppen. Eine gehört zu mir und die andere zum anderen. Wenn der aber angeladen ist, dann müsst ihr die Treppe zerlegen. Dann könnt ihr es auch bei mir machen, dann würde ich gleich beide Treppen mitnehmen. Weil ich habe ja vorne nichts. Pro. Gut, dann brauchen wir die Aktion nicht machen. Dann haben wir die Arbeit gespart. Ach so, alles klar, sage ich Bescheid. Gut, danke, tschüss, Niklas. Also, der hier ankommt, ist ein Frieder, ist leer. Ja. Kommt aber erst morgen früh. Morgen früh sollen wir aber schon abladen. Du halt schon mal hin können, das schon mal. Ja, ich stehe heute Nachmittag da. Drei Wochenende. So ungefähr. Also, brauchen wir nur die eine Fett aufpacken. Ich mache den Rest, dann fahre ich zurück und packe ihn auf. Ja? Gut.
Ja, ich will aber mit dem nicht durch die Stadt. Ich muss erst ein Stück in die Stadt rein und wieder raus. Ich kenne die Menschen, wenn du mit so einer Länge fährst, die nehmen da keine Rücksicht. Und dann wird es ein bisschen schmaler und dann habe ich da ein Problem. Und das will ich. Also, du willst nur in München und dann haben wir das Punkt der Brücke. Ja. Genau. Ja, Brücke ist nicht so das Problem. Also, da haben wir ja wenig, aber es ist der Verkehr. Weil die Autofahrer eben nicht darauf achten, wegen der Länge. Ne? Da kann ich über die Landstraßen hoch. Ne? Genau, und dann fahre ich wieder alles zurück über den See und dann die Münden am Main. Ja, die hier unten runter, die haben die kann ich hochgehen. Ich habe auch noch hinten welche drin. Dann brauche ich da nicht rumklettern. So, da haben wir die Treppe. Und jetzt haben wir das ganze Geschoss mal drauf. Ja, so sieht das mal aus. Also 10 Meter lang, mit Deichsel ca. 12 Meter lang, ist jetzt 3 Meter breit das Gerät und ca. 3,20 Meter hoch. So, 3,20 Meter und mein Anhänger ist 82, sind wir 4,02 Meter wieder mal. Hier den Überstand von der Deichsel, von der Schublade her. Das ist egal, das ist kein Problem. Hier kommen ja noch die Überbreitentafeln rauf mit den Rundumleuchten. Das ist alles legitim, alles gut, alles perfekt. Ja, und das ist mal so was Schönes, Spezielles. Einen Wakiga, also Waldkindergartenwagen. Und den bringen wir heute noch zum Kunden, aber erst morgen früh abladen. Ja, super Idee. So, ja. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ja, es ist mal eine etwas andere Ladung. Ja, also mit Deichsel haben wir jetzt gute 12 Meter. Der Wagen selber ist jetzt 10,40 Meter mit den Überständen von dem Dach nach vorn und hinten. Und mit den Überständen des Daches links und rechts ist er 2,98 Meter. Weil die bauen das ja alles genau auf Maß. Ne? Das ist ja vorgegeben vom Kunden, dann kann er ja nicht 3,02 Meter sein. Ja. Und das, der höchste Punkt ist halt die Mitte und gar nicht mal hier oben die Sonnenpaneele, sondern weil der ja so rund läuft, hast du immer noch die Mitte, die höher ist. Und von daher passt das auch dort mit der Höhe. Ja, bis auf 2 Zentimeter. Gut. Aber da bin ich ja nicht so kleinlich. Ja. Also der Polizist, der da so kleinlich wäre, der tut mir dann auch leid. Ja. Und jetzt fahren wir mal hier raus aus Fellen und fahren jetzt mal runter nach Münden am Main, von da aus wieder Richtung Hammelburg zur Autobahn, dass wir dann die A7 runterfahren können, um Würzburg drumherum und dann die 81. Wobei, ich muss erst mal schauen, ob da noch die Baustelle ist. Nicht, dass wir da wieder Stau haben und ich dann da drin stehe. Aber gut, dann würde ich die A7 weiter runterfahren und dann nachher Querfeld einfahren. Um rüber zu kommen nach die A81 rüber. Das ist ja nicht das Problem. Da kenne ich ja auch so einige Wege, um da lang zu kommen. So, dann machen wir uns mal los. Also wir rollen ja schon. Und tun wir erstmal den Weg zurück, den ich hergekommen bin, nach Gemünden am Main und dann eben wieder ein Stück hoch Richtung Hammelburg. Weil über Arnstein mit dem langen Ding brauchst du nicht versuchen. Ich könnte zwar geradeaus fahren, das wäre dass die 26, die B26, bin mir nicht so sicher. Dann würde ich nach Werneck kommen. Dann müsste ich nach Werneck fahren und wieder rauf auf die Autobahn. Oder links abbiegen, nee, rechts abbiegen in dem Ort, über den kleinen Fluss drüber. Aber das ist zu eng, um da abzubiegen mit dem langen Ding. Das macht also auch keinen Sinn. Und von daher fahre ich jetzt eben das Stück hoch und dann runter, weil wir haben ja Zeit.
wir müssen erst morgen früh abladen. Das heißt, ich rufe jetzt mal die Gemeinde an, so gegen 13 Uhr, weil die werden auch gerade Mittag haben. Und mal abklären, wann die morgen abladen wollen und wo die da abladen wollen. Weil ich habe nur die Straße und da gibt es Fußballplatz und sowas alles. Und da will ich mal frei nachfragen, wo die den herhaben wollen. So, jetzt ab, auf geht's. Telefoniert oder mit der Kundin. Der habe ich mal kurz geschildert, was wir so fürs Abladen brauchen. Das hat sie dann dem Bauhof gesagt oder dem Bauhofleiter. Der hat das irgendwie nicht kapiert. Der hat das einem Vorgesetzten auf dem Bauhof gesagt und der hat gesagt, nee, da kommt der mal hierher, dann gucken wir mal, was wir da brauchen. Das verstehen wir jetzt gerade nicht so richtig. Weil ich gesagt habe, wir brauchen zwei Bohlen als Verlängerung, Holzbohlen. Und wir brauchen eine flexible Anhängung, entweder ein Radlader vorne oder ein Traktor mit Ackerschiene hinten. Das ist so eine Stahlschiene mit Löchern drin, die kommt in die Unterlenker rein. Und da könnte man dann mit einem Zugmaul das Zugmaul drauf befestigen oder aber mit einem Bolzen dann den Anhänger das Zugmaul darüber festmachen. Das haben die nicht so ganz verstanden. Gut, okay. Das habe ich gerade mit dem guten Mann gesprochen vom Bauhof. Und er sagte, ja, das haben wir nicht so ganz verstanden. Wir müssen uns das mal angucken. Ich sage, ja, das wurde mir berichtet. Ich sage, habt ihr denn überhaupt Platz
für einen LKW, der ca. 21 Meter lang ist? Wo? In der Stadt? Nee, bei euch auf dem Bauhof. Vor der Tür. Ja, haben wir. Aber rufen Sie mich doch einfach an, wenn Sie hier sind. Dann sind Sie da. Ich sage so ca. 17 Uhr. Weil da sind wir schon weg. Ich sage, das war mir ja klar. Ja, dann rufen Sie mich an. Ich wohne im Ort. Ich komme vorbei. Ich mache Ihnen den Bauhof auf. Dann können Sie da rauffahren. Bei dem Mann ist ein Rewe. Da sind die Kunden und die fahren überall hin und her. Und da hinten sind sie dann ruhig und leise und stehen alleine und sind abgeschlossen. Ich sage, perfekt. Mache ich, Herr Weibler. Ich rufe Sie an. Gut, super. Also, Privatparkplatz gesichert die Nacht. Brauche ich nicht mal im Industriegebiet schlafen. Ha, ist das schön. So, jetzt mittlerweile bin ich auf der A81. Also schon einmal um Würzburg drumherum. Ja, habe jetzt noch, muss ich mal gucken, Moment. Hör auf zu wischen hier. Anderthalb Stunden, 97 Kilometer. Naja, das geht ja. Das ist ja nicht so ein Drama. Na, wir fahren jetzt runter bis Heilbronn. Dann ein kurzes Stück die A3. Und dann fahren wir Neckarsulm runter und dann einmal so Heilbronn durch die Straße. Das ist ja erst eine Schnellstraße, dann eine normale Straße. Und dann geht es unten raus. Und dann kommen wir direkt runter nach Bönningheim. Und da fahren wir dann direkt zum Bauhof. Dann haben wir einen wunderschönen Stellplatz. Und dort werde ich euch dann nochmal das ganze Gespann zeigen. Ja. So. Und jetzt schwitze ich mir in den Arsch ab bei 27 Grad. Mann, nun wieder. Wer hat denn gesagt, dass jetzt schon Sommer ist? Letzte Woche nur Wasser. Heute Wasser hier. Das ist Katastrophe. Also, Abfahrt. Thank you.
willkommen auf dem Bauhof. Haha, schön, da stehen wir. Das Tor geht gleich da hinten zu. Die haben mir einen Drücker gegeben, dass ich hier noch raus kann, einkaufen gehen oder so, oder was essen, wie ich möchte. Voll genial. Also mit den Ämtern läuft das manchmal echt genial. Je nachdem, wo du bist. Ne? Schönes Bild. So, ich drehe mich mal um. Gehen wir mal da hinten. Gucken wir mal genauer. So, wie ihr seht, hier haben wir schon mal die Treppe. Die wird ja vorne angesetzt. Na, guck mal an. Hat die sich so bewegt, dass der Gurt jetzt lose ist. Auch nicht schlecht. Jetzt bin ich nämlich in einem Zug durchgefahren. Und da sieht man mal, wie das Holz hier und alles rutscht. Obwohl an die Rutschmatte drunter ist, bewegt sich da trotzdem nach vorne. Ne? Ja, mache ich den Gurt gleich wieder fest. Morgen haben wir ja nicht so weit, 2,5 Kilometer. Ja, da haben wir hier den Überstand über den Motorwagen, sieht man ja sehr schön. Und die Gurte hier schön über den Rahmen rübergezogen. Hat man mir extra noch gesagt, weil der Rahmen, ja, der ist verschraubt und verschweißt und überhaupt, da kannst du nichts verbiegen und verdrehen. Dann nochmal über die Räder links, rechts, ne? Damit das auch wieder passt und der noch eine zusätzliche Stabilisierung hat. Guck mal, hier hat sich der Schoner dermaßen weggedreht, weil der Gurt sich darüber bewegt hat. Wenn ich das jetzt wieder löse, dann kann ich das wieder zurückdrehen. Aber da sieht man mal, wie das alles so während der Fahrt arbeitet. Und das war jetzt nicht mal 4 Kilometer. Ich kann gar nicht sagen, wie weit, weil ich jetzt noch gar nicht geschaut habe. Hier nochmal über den Rahmen und dann hier nochmal über die Deichseln. Hier steht alles perfekt. Das hält so, wie es halten sollte. Da haben sie nochmal zwei schöne Klötzer dazu gepackt. Ja, und jetzt wissen die noch nicht, wie sie abladen. Also entweder mit dem hier, mit dem kleinen Unimog. Aber das wird da hinten nicht ausreichen, denke ich mal. Mit der Verstellung. Wir haben ja hier für das Zugmaul hier oben eine Höhenverstellung im Lochraster. Da können wir bis da nach unten gehen. Das Problem ist allerdings, wir haben ja da drüben das Stützrad. Und wenn man, weil die Deichsel ja da oben ist, wie man sieht, und hier jetzt das Zugmaul zu weit nach unten macht, dann setzen wir gleich wieder mit dem Stützrad auf. Das heißt, wir müssten da mehrere Male umsetzen. Anhalten, Stützrad runter, umsetzen und etc. etc. Dann haben sie einen Traktor, der ist bloß ein bisschen kleiner. Tja, da schiebt der Anhänger hier den wohl weg, weil der wiegt ungefähr, ich schätze jetzt mal 4 Tonnen hier das Ding, 4,5 ungefähr. Ja, also ich habe in dem Papier geschrieben 6, weil ich es nicht weiß, weil es nicht drin steht, mir keiner gesagt hat. Ich weiß gar nicht, drüben war eine Plakette, da muss man mal gucken, ob da was ist. Hier hinten, wo die Fensterchen sind, ich denke, da waren die Doppelstockbetten drin. Ja, und die Treppe kommt dann hier ran, wo die Tür ist. Logisch, sonst kommt man ja nie rein. Und da oben ist das Typenschild. Und da könnte ich mal gucken, da steht zulässiges Gesamtgewicht, Achslast, nur zulässiges Gesamtgewicht. Da muss ich mal hochklettern. Mal gucken. Also ich habe jetzt gerade geschaut, also zulässiges Gesamtgewicht und zulässige Achslast 5 Tonnen. Mehr hat er, also hat er so um die 4,5 Tonnen, wie ich gesagt habe. Ja, hier sind dann so die Räume noch drin. Na, da sieht man doch, ich sehe es, aber ihr werdet es nicht sehen können. Ich zoome mal kurz. Doch, da sieht man so ein Geländer. Da geht es nach oben, das ist so ein Podest, entweder zum Spielen oder zum Schlafen oder so. Unten wird dann so was wie eine Höhle sein. Mal gucken, ob ich morgen reinkomme. Ich habe ja einen Schlüssel da, im Schlüsselfach. Keine Sorge, der ist nicht weg. Aber ich komme da jetzt nicht nach oben. Ne? Ich kann das nicht aufschließen. Geht nicht. Ja, so sieht das ganze Gefährt dann aus. Ich bin mal wieder angekommen, Gott sei Dank. Ah, hier rein nach Bönigheim war schon ein bisschen enger. Das ist ein altes Gebäude von 1907. Was kann ich, was das sein soll? Aber sieht interessant aus. Ja, und hinter uns, also vor mir jetzt praktisch, da vorne das helle Gebäude, das ist die Feuerwehr. Und zu mir haben sie gesagt, man kann hier so runterfahren und vorwärts wieder rausfahren. Ob das mit der Länge geht, weiß ich nicht. Das werde ich mir mal anschauen. Und hier steht ja noch alles dran. Gärtnerei, Forstbetriebe, Stadtwerke. Ja, also Bauhof heutzutage. Ja, und die Feuerwehr, die haben sie da unten neu gebaut. Da ist ein Containerdorf, gleich neben der Feuerwehr. Ja, und die haben gesagt, hier kann man runterfahren. Ach so, hier die Strecke runter und dann da unten aus dem Tor raus. Das ist da unten da. Da geht es dann raus. Naja, also könnte man, denke ich. Weiß nicht. Naja, werden wir ja sehen morgen. Lassen wir uns überraschen. Ich bin angekommen, der Tag ist vorbei, wir haben es geschafft. Tja, da wir es geschafft haben,
kann ich mich auch jetzt schon verabschieden. Mal wieder im Hellen. Ohne Schattenwürfe. Wunderbar. Und Vogelgezwitscher auch noch oben rein. Passt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut. Und sehen uns wieder morgen. Sofern ihr Lust und Zeit habt. Bis dann. Ciao.